Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Witcher. Wir sind immer noch auf der Spur von Yennefer und ich würde sagen, es gibt jetzt erstmal ein paar neue Infos für Vesemir. Ich werde auch versuchen, ihn nicht zu schlagen. Ja? Was ist denn, Wolf? Oh, okay. Bis später, Vesemir. Ich dachte, wir hätten hier wirklich... Naja. Egal. Ich dachte, wir könnten ihm Bescheid sagen, dass wir einen Hinweis gefunden haben. Dieser Gaunter, den fand ich irgendwie... ein bisschen seltsam. Ausgetrunken! Mhm. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Ich wäre sowieso nicht lange geblieben. Vielleicht nicht. Vielleicht bleibst du aber auch für immer. Unter der Erde. Mir bleibt keine Wahl. Jungs. Das ist euer Ernst. Du bist tot. Und ich brauche nicht mal irgendwelche Zeichen dafür. Lasst mich von euch trotzdem nicht treffen. War nett, euch zu treffen. Lass dir die Katze wieder! Katze, es tut mir leid. Es tut mir leid, Katze. Ich wollte dich nicht töten. So, ich hoffe, das gibt keine Probleme mit den Wachen. Ja, bevor wir weiterreiten und uns die Garnison mal angucken. Dein Spielstand wird automatisch gespeichert, wenn du bestimmte Meilensteine in der Geschichte erreichst. Denke jedoch daran, deine Fortschritte außerdem oft genug manuell zu speichern. Die Hexerwelt ist voller Raubtiere, blutgieriger Bestien, Banditen und sonstiger Gefahren. Mhm, danke. Ich speichere einfach mal. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Was haben die Leute getan? Sie konnten den Kopf hier schlecht wieder annehmen. Angeblich haben sie ihn husch-husch in einer Gruft begraben. Worum geht's, meine Damen? Schau mich nicht so an! Die wilde Jagd ist stets ein Vorbote des Krieges. Halt dich bloß von mir und meiner Familie fern. Ja, okay. Mach ich. Ich wollte mal auf die Karte gucken eigentlich. Die Straße runter. Stört das Dorf. Ich wollte gucken, ob hier irgendwelche... Das ist wahrscheinlich das Lager da, oder? Nee, da oben ist das Lager. Okay. Aber die Straße runter ist erstmal die Dingstafel. Da wollte ich erstmal... Wegweiser 1 von 4, was? Achso. Von dem Zeug, was wir entdeckt haben. Na gut. So, die Straße runter. Da hinten steht die Tafel doch schon. Da will ich als erstes hingucken, ob es irgendwelche Hexeraufträge gibt. Goldemar, trinkst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goldemar. Verflucht! Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Unverschämtheit! Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilfgaard. Verfluchtes Meine Wild. Großmutter war aus Nazair. Ach, so ist das. Dann eben Meister Dervan. Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Die Könige mögen zwar kämpfen, aber die Bauern sterben. Guten Tag. Guten Tag. Was willst du? Nichts weiter. So, das Anschlagbrett, das wollte ich. Oh, und da ist ein Ausrufezeichen auf der Karte. Dann fällt er ins Bett und stößt sich ganz doll. Und am Morgen hat er die Hose voll.
Geralt weiß aus langer Erfahrung, dass man auf Reisen die Umgebung im Auge behalten sollte. Man weiß nie, wann man auf etwas oder jemanden Interessantes stößt. Fräulein in Not, Kaufleute mit seltenen Waren, Nester voller Monster. Auf der Karte findest du jeweils die folgenden Symbole. Für Anschlagbrett, Questgeber, Händler, Rüstungsschmied, Waffenschmied, Kräuterkundiger, Alchemist, Ort der Macht, Monsternest, Rüstungsschmiedetisch und Schleifstein. Dass Questgeber angezeigt werden, finde ich gut. Werden die auf der Karte auch angezeigt? Wahrscheinlich erst, wenn wir da auch in der Nähe sind, ne? Ich werde, wenn ich dann Aufnahmepause mache, werde ich auch mal nachgucken, wie viele Quests es hier in der Gegend gibt, dass wir die auch nach Möglichkeit alle finden. So, erstmal interessiert mich hier, der Schmied hat was für uns. Du spielst doch nicht mehr mit Chatty. Was soll ich machen zum Teufel? Was? Hi, gibt's Probleme? Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles! Tut mir leid. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten, Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koffer. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stets? Viel Glück. Danke. Wenn eine deiner Quests aktualisiert wird, erscheint links auf dem Bildschirm eine entsprechende Mitteilung. Wenn du die aktualisierte Quest derzeit nicht verfolgst, drücke V, um sie zu verfolgen. Okay, dann kümmern wir uns jetzt erstmal um die Belange des Schmiedes. Kann man vielleicht... Ich möchte wissen, welcher gerissene Mistkerl das war. Dem werde ich's zeigen. Gedacht, wir hätten vielleicht noch irgendwelche Möglichkeiten, wenn wir gerade hier sind, ein paar Kräuter pflücken und dann suchen wir nach Spuren hier. Ich bin aber echt gespannt. Also die, ich habe schon gehört, die Quests in Witcher 3, die sollen, vor allem auch die Nebenquests, die sollen richtig gut sein. Und ich möchte natürlich so viel wie möglich von dem Spiel machen. Wenn es irgendwann ausufern sollte, und ich habe das Gefühl, wir machen immer nur noch das Gleiche oder irgendwas in der Art, dann kürzen wir ein bisschen ab und lassen das eine oder andere aus. Aber gerade jetzt am Anfang... Da ist was. Was haben wir denn hier? Kann man das irgendwie... Zunder. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. Oh oh. Aber das ist cool. Das gefällt mir. Ich muss gleich mal was ausprobieren. Warte mal. Das probieren wir mal zusammen aus. Wir gehen mal kurz in die Option. Spiel.
Und zwar. Ah, hier können wir den Schwierigkeitsgrad einstellen. Ach, den Gewinnschwierigkeitsgrad können wir auch noch einstellen. Wir könnten die Feinde auch automatisch skalieren, wie es zum Beispiel in Elder Scrolls Oblivion oder in gewissem Maße auch in Skyrim passiert oder in Mass Effect zum Beispiel. Aber nee, das will ich nicht. Was mich interessiert, wir können irgendwo. Das habe ich im Vorfeld habe ich das gesehen. Dass wir irgendwo hier, nee, Spielanzeige konfigurieren. Hexersinne auf Minikarte. Ich will mal gucken, was das für einen Unterschied macht. Alles andere lassen wir uns hier gerade anzeigen. Das war aber voreingestellt schon so. Also es ist quasi so wie das. Ah. Ja doch, ich würde mal sagen, das können wir ruhig anlassen, oder? Es ist ja nur, wenn wir. Stinkt nach Pisse und Schnaps. Wenn wir die Hexersinne aktiviert haben, warum nicht? So ein paar Komfortfunktionen ist ja im Rahmen des Let's Plays. Bin gespannt, wo unser Weg uns hinführen wird hier. Ausgeburt der Hölle mit Schlangenaugen. Du kriegst hier kein Essen, jedenfalls nicht von mir. Wow. Der musste unbedingt raus, der hat keine Miete bezahlt. Ah, so. Mal gucken, man sieht das auch mit bloßen Augen. Ich will nach Möglichkeit, glaube ich, erstmal die Nebenquests machen, die wir hier haben, bevor wir uns mit der Hauptquest beschäftigen. Oh, fass mich nicht an! Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Das hat er aber nicht geschafft. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Hier drüben geht die Spur doch weiter. Willst du dich etwa verpflichten, Nordling? Oder auf der anderen Seite. Ein bisschen Alchemiezeug. Wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir in der Herberge ein Lager gehabt, ne? Ich weiß nicht. Da. Soll ich das Wasser schöpfen oder nicht? Da geht's weiter. Da ist was aus dem Schilf gekommen. Ertrunkene. Aber er ist entkommen. Hat seine Stiefel im Schilf verloren. Sicher oder nicht. Interessant. Und ist dann barfuß weiter. Die Spur führt wieder ins Dorf. Das ist also irgendjemand. Er blutet, aber nicht stark. Oberflächliche Wunde. Mit einer Verletzung und ohne Stiefel. Der Teufel aus der Eiche schaut, mit Freude seinen Trunk gebraut, gießt ihn mit großen Schlucken. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht, meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Wenn wir gerade schon mal hier sind, dann können wir auch mal gucken, ob er irgendwas hat. Vielleicht hat er ja eine Gewand. Karte oder irgendwas. Herausgerissene Seite, Greifenabsud. Alchemistisches Rezept. Erlittener Schaden erhöht für die restliche Kampfdauer die Schadenresistenz, bis eine Obergrenze erreicht ist. Das klingt gar nicht so nutzlos, aber wir können es uns gerade so nicht leisten. Satteltaschen hat der auch. Ausrüstung, für die wir Stufe 4 benötigen. Okay, ja, ich werde später definitiv nochmal wiederkommen. Ich merke mir das. Danke. Pass auf dich auf. Ich hätte ihn erst gar nicht erkannt, dass das er ist. Meine Großmutter hat mir vom Schmiedejungen erzählt. Er war eines Tages verschwunden,
Also haben die Leute ein... Loria Enard Fain! Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden nur einmal alle 3 Monate baden? Ja, so war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Aha. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Was haben die Leute getan? Aha, mein Freund. Was willst du? Angeblich haben sie ihn. Ich glaube, wir müssen reden. Die Spur führt hier rein. Hier endet die Spur, aber ich erkenne ihn an den Wunden. Setzt seine Hexersinne ein, um die Person zu finden, die von den Ertrunkenen verletzt wurde. Es ist nicht die Bäuerin, oder? Ich will hier aus dem Haus nicht einfach irgendwas mitnehmen. Das könnte, glaube ich, schief gehen. Was willst du? Der ist es auch nicht. Entschuldigung, ist hier noch jemand? Ah. Spuren von ertrunkenen Klauen. Das muss er sein. Hallo, Nap. Ich glaube, wir müssen uns mal unterhalten. Hässliche Wunde. Bist du einem Ertrunkenen begegnet? Was zur Hölle geht dich das an? Oh, unser Brandstifter ist auch noch charmant. Komm, der Schmied will dich sprechen. Mit einem Anderling rede ich nicht. Alles Hundesöhne, vor allem die Zwerge. Gierige, kleine Elstern, für Gold machen die alles, oh ja. Sie schmieden die Schwerter, die uns die Schwarzen an die Kehle halten. Habe ich nicht recht? Hör mal, wir können das unter uns regeln. Ich gebe dir Gold. Du verrätst mich nicht. Meine Mutter ist vor einer Weile gestorben und ich habe ihr Werkzeug verkauft. Hab schon was ausgegeben. Aber was noch da ist, gehört dir. Elstern und Zwerge mögen gierig sein, aber ich bin es nicht. Mich kannst du nicht kaufen. Dann hau ich dir die Visage zu Brei. Du kannst es gerne versuchen. Versuch es doch, Bauer. Ich bleib gerne in Übung. Mir bleibt keine Wahl. Da, da, da. So sieht das aus, wenn ich jemanden... richtig schön zusammenschlage und der nicht den Hauch einer Chance hat. Au! Au! Aufhör! Ich gebe auf! Verdammt! Du hast mir die Nase gebrochen! Aber nicht die Beine. Also auf zum Schmied und lass dir raten, mach keinen Unfug. Hier, bitte. Der Dorfpyromane höchstpersönlich. Na? Du? Ich hab deine Mutter so lange gekannt und dir kaum je was berechnet. So dankst du es mir? Das reicht. Hey, Soldat, auf ein Wort! Nein, Willis, bitte nicht. Ich war betrunken. Ich wusste nicht, was ich tat. Ich hab dir doch gesagt, Meister Willis, wir helfen dir beim Neuaufbau, wenn der Nachschub kommt. Ist alles geordert. Darum geht es nicht, Kollege. Das hier ist der Brandstifter. Der Hexer hat ihn gefunden. Die Schmiede war wichtig für die Garnison. Und ihre Zerstörung war Sabotage. Kein Verfahren erforderlich. Nur ein Baum. Härter konnte die Strafe nicht sein. Aber sie ist verdient. Weißt du, ich habe die Schwarzen zuerst gehasst, wie alle anderen auch. Aber langsam glaube ich, dass sie hier vielleicht für Ordnung sorgen und diesen Wegelagerern Manieren beibringen. Aber genug davon. Deine Belohnung. Und ich konnte ein paar Dinge aus dem Feuer retten. Der Amboss ist noch ganz. Was drauf hämmern kann ich noch. Wenn du was brauchst, sag Bescheid. Ich mache dir gute Preise. Danke, danke. Quest abgeschlossen. Und nochmal ein paar Erfahrungspunkte obendrauf. Jetzt müssten wir doch so allmählich in die Richtung kommen, dass wir eventuell dann bald auch mal das erste Level up haben, vielleicht. Was mich noch mal interessieren würde. Wir haben ja gerade 20 Kronen gekriegt.
Haben Nilfgaard und die nördlichen Königreiche eigentlich die gleiche Währung? Oder brauche ich unterschiedliche Währungen? Nee, anscheinend nicht. Hier ist auf jeden Fall nur eine Anzeige für sowas. Na gut, aber das war unsere erste Quest. Und, ja, gab gleich ein paar darum geht's. Schicksalhafte Entscheidungen, sag ich mal. Ja. Gucken wir einfach mal, was wir hier noch so haben. Nilfgaardisch Unterricht. Heil Herr Seir. Eri Gloa. Art Fean Es Naa. Nicht verstanden, was ihr gerade gelesen habt? Kein Wunder, es ist Nilfgaardisch. Und diese Sprache spricht bald die halbe Welt. Gleich mit dem Lernen anfangen. Je früher, desto besser. Ich helfe zu moderaten Preisen. Ernest von Vicovaro. Tod den Eindringlingen. Hört her, gute Leute des Nordens. Wenn es euch nach Freiheit verlangt, wenn ihr bereit seid, zu den Waffen zu greifen und eure Heimat zu verteidigen, dann auf in die Wälder. Wir werden täglich stärker und werden dem nilfgaardischen Abschaum bald zeigen, dass Temeria kein Joch ohne Kampf tragen. Wenn ihr die blau-goldenen Lilien im Herzen tragt, stirbt ihr eher für euer Land, als dass ihr Fremden als Sklaven dient. Schwören wir bei unseren Vätern, die den Bestien bei Sodden zum Opfer fielen, bei den Seelen derer, die in Brenna begraben liegen. Zu den Waffen. Kaiserliches Edikt Nummer 18 von 45. Hiermit sei kundgetan, dass sich auf das Befehl des Führungsstabes seiner kaiserlichen Majestät alle tauglichen Männer aus Weißgarten in der Dorftaverne einfinden müssen. Eine Schaufel oder Picke aus eigenen Beständen ist mitzubringen. Die Felder um das Dorf sind mit Leichen übersät, und angesichts der warmen Witterung befürchtet der Führungsstab den Ausbruch von Seuchen. Dies möge den Bewohnern von Weißgarten als Beweis dienen, dass ihr neuer Herrscher um ihre Sicherheit bemüht ist und sie nicht nur gegen Banditen verteidigt, sondern mit Hilfe von Maßnahmen, die in der zivilisierten Welt längst etabliert sind, auch vor Krankheiten schützt. Wer sich weigert, diesem Befehl nachzukommen, wird ausgepeitscht und in den Stock geschlagen. Gezeichnet Kommandant Peter Sargwin-Lewe. Die neue Ordnung. Am Donnerstag sind alle Bauern der Umgebung eingeladen, Kommandant Peter Sargwin-Lewe zum Thema der Gesetzesgebung sprechen zu hören, welche auf Befehl unseres allergnädigsten Herrschers M. hier war M. Reis alsbald in dieser Gegend Gültigkeit haben wird. Die Anwesenheit ist nicht verpflichtend. Doch die Einwohner von Weißgarten sind gut beraten, die Gelegenheit zu nutzen, um zu erfahren, welche Rechte und Pflichten ihnen unter der neuen Ordnung zuteil werden. Gute Leute, ihr lebt nicht länger in einem Land der Barbaren, wo jeder tun und lassen kann, was er für richtig hält. Ihr seid nun Teil des Kaiserreiches Nilfgaard. Das nilfgaardische Gesetz beschützt euch, legt euch aber auch neue Verpflichtungen auf. Die kaiserlichen Kräfte haben euch die Fackel der Aufklärung gebracht. Wenn ihr sie in die Hand nehmt, wird euer finsteres Zeitalter bald einer strahlenden neuen Ära weichen. Bruder, wo bist du? Mein Bruder Bastian ist gegen die Schwarzen gezogen. Ich habe Anlass zur Annahme, dass er an der goldenen Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt. Wie so viele, wie man berechtigt sagen muss. Doch wenn er gefallen ist, was ich befürchte, dann will ich ihn wenigstens begraben, wie es schon unsere Vorfahren getan haben. An der Seite unserer Eltern, anstatt ihn den Leichenfressern auf dem Schlachtfeld zu überlassen. Ich suche also einen Tapferen, der das Schwert zu führen weiß und bereit ist, mit mir auf die Suche nach Bastian zu gehen. Vielleicht auch Bastian, ich weiß es nicht genau.
Viel kann ich nicht zahlen, da ich nicht viel habe, doch mit Dank werde ich nicht geizen. Wer mir helfen will, suche die zerstörte Hütte an der Straße nach Weißgarten auf, nahe der Brücke. Dort habe ich mein Lager aufgeschlagen. Dune Wildenwert. Okay, da sollten wir dann vielleicht nochmal hingehen. Und Auftrag Teufel beim Brunnen. Gute Leute, ich weiß, es ist Krieg und ihr habt alle schon genug Ärger. Aber vielleicht kann jemand einem Vater in Not helfen. Ihr kennt doch sicher den Brunnen im verlassenen Dorf und den Teufel, der ihn so eifersüchtig bewacht. Wenn nicht, kommt zu mir, dann erzähle ich euch alles. Wer dieses Monster vom Brunnen vertreibt, soll ein pralles Goldsäckel erhalten. Aber beeilt euch, es ist dringend, Odolan. Es gibt viel Interessantes in den dichten Wäldern und dunstigen Sümpfen zu entdecken. Wenn du dir ein Anschlagbrett ansiehst, erscheinen Fragezeichenmarkierungen auf deiner Minikarte, die mögliche interessante Orte kennzeichnen. Begib dich an die Orte, um zu erfahren, welche Geheimnisse sie bergen. Ja, hab ich schon gehört. So, die Weltkarte. Interessante Orte. Wo? Ja. Alter. Jaha. Ich kann einfach scrollen. Och, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Na, da ist ja einiges. Oh weh. Na gut, ich würde sagen, erstmal den Weg zurück, den wir gekommen sind, oder? Sammle sie alle, vervollständige deine Sammlung von Windkarten. Ah. So, die Quest, finde Dune Wildenwert. Die markieren wir uns jetzt mal. Und dann machen wir uns den Teufel beim Brunnen noch. Goldemar, bringst du ein Gläschen mit mir? Ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Goldemar. Aber verflucht ist Wild. Ich weiß, welchen Namen hier. Du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. So, ich muss jetzt hier mal durch. Ich bin auf der Suche nach Leuten. Meine Großmutter hat mir von Schmiede. Hallo. Schon von der Freiheit-Brigade gehört? Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Langsamer. So, jetzt reite ich mal automatisch. Gucken wir mal, ob wir den Kerl da nicht finden. Überall stehen hier Wachen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ja, dann brauchen sich die Leute hier nicht so viele Sorgen machen, wenn sie unterwegs sind. Und wir können in Ruhe unseren Quests folgen. Hier haben wir den Greifen getroffen. Die Welt steckt voller interessanter Orte, voller Gefahren oder Schätze. Diese Orte sind auf deiner Minikarte mit den folgenden Symbolen markiert. Versteckter Schatz, Verlies, Monsternest, Ort der Macht, Person in Nöten, Kriegsbeute, Schmugglerversteck, bewachter Schatz, verlassene Städte, Banditenlager und Monsterlager. Wenn du einen Ort erkundet hast, erscheint das dazugehörige Symbol auf der Minikarte ausgegraut. Ah. Halt! Wo reite ich eigentlich gerade hin? Ach, da unten wieder hin zurück. Okay. Okay. Wenn wir dann da unten sind, haben wir auch gleich ein paar Fragezeichen in der Nähe. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Das gefällt mir. Gut. Ich würde aber auch sagen, das war The Witcher für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe,
Ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann. Entschuldigung. Geralt von Riva. Das wird ein bisschen länger, denke ich. Die wenigsten können die Freundschaft erahnen, die mich nun seit einem Vierteljahrhundert mit Geralt von Riva verbindet. Als wir das erste Mal gemeinsam gegen das Böse zu Werke gingen, behaupteten böse Zungen, dass er mich besser hätte ausrauben, aufschlitzen und an einem hohlen Baumstumpf zurücklassen sollen, da sonst sicherlich irgendwann ein anderer dasselbe mit uns machen würde. Doch diese Zungen sprachen nur aus reiner Eifersucht, denn Geralt war mein bester Freund, was er bei zahlreichen Gelegenheiten immer wieder unter Beweis stellte. Ich könnte eine Menge über diesen weltbekannten Monsterjäger sagen, jenen Mann, der in der älteren Rede unter dem Namen Gwynplaine und in der jüngeren, obgleich nicht weniger noblen, als der Weiße Wolf bekannt ist. Geralt von Riva ist ein wahrhaft außergewöhnlicher Mann. Wer ihn nur flüchtig kennt, mag ihn für einen einfachen Schwertkämpfer, einen Monsterschlechter, einen wilden Kerl halten, der ein dreckiges Handwerk verrichtet. Aber auf den zweiten Blick ist er ein Mann, der ungeahnte Tiefe besitzt, einzigartige Ansichten vertritt und über einen gewaltigen Erfahrungsschatz verfügt. An der Oberfläche wirkt er zurückgezogen und wortkarg. Manche würden ihn sogar unwirsch nennen. Dahinter verbirgt sich jedoch ein gewaltiges Meer an Güte, Humor und ehrlicher Bereitschaft, seinen Freunden zu helfen, sei es durch einen guten Rat oder die meisterliche Beherrschung seiner Klinge. Mögen sein Erscheinungsbild auch schroff und seine Manieren bisweilen auch ungepflegt sein, beim sanften Geschlecht findet er dennoch großen Anklang. Er ist, um es kurz zu machen, ein lebender Widerspruch. Es ist sicherlich keine Übertreibung, wenn ich sage, dass ich seine Geschichte besser kenne als jeder andere. Ich habe mit ihm gute und schlechte Zeiten durchlebt, ihm mit weisem Rat und geschickter Tat zur Seite gestanden. So bin ich zu einem entscheidenden Teil seiner Geschichte geworden, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart. Daher sehe ich es als meine Pflicht an, meine Chronik fortzuführen und seine Taten und Abenteuer zum Wohle zukünftiger Generationen niederzuschreiben.